Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So begrüßen wir euch, liebe Schwestern und Brüder, zu dieser neuen Ausgabe unseres Gottesdienst-Podcasts Impuls hören. An diesem 9. Sonntag nach Trinitatis nehmen wir uns selbst mit unseren Entscheidungen und Lebenswegen in den Blick. Wer sich auf Gott einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein. Wie Paulus, dessen Werte durch die Begegnung mit Jesus auf den Kopf gestellt werden, wie Jeremia, der sich zu jung hält und trotzdem zum Propheten berufen wird. Nur wer etwas riskiert, sich ganz auf das Wagnis mit Jesus Christus ausrichtet, wer seine Gaben Gott und den Menschen zur Verfügung stellt, der wird letztendlich reich dastehen. So hören wir den passenden Wochenspruch für die kommende Woche aus dem Lukasevangelium. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich lade euch herzlich ein, mit mir zu beten. Ich bin bei dir, sagst du uns, liebender Gott. Ins Leben hast du uns gerufen. Ohne dich wäre nichts da. Durch Tage und Nächte hast du uns schon begleitet, in Tiefen gestärkt, zu Höhen geführt. Wecke in uns den Sinn, dass du da bist, jetzt bei uns, damit wir ohne Furcht leben, dich und unseren Nächsten lieben. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Propheten Jeremia im 1. Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Worte der Heiligen Schrift. Das Lied, das wir für den heutigen Gottesdienst ausgesucht haben, um mit euch zu singen, bezieht sich auf eine Bibelstelle im Alten Testament beim Propheten Micha. Da heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Diese Worte hat sich der christliche Liedmacher Clemens Bittlinger zum Vorbild genommen und hat daraus ein wunderbares Lied getextet und komponiert, zu dem wir euch gerne einladen möchten. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Wir singen die Strophe 2 und 3. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist, was gut ist. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Viele Menschen, viele Worte, was ist nun tatsächlich gut? Viele Menschen, viele Worte, doch wer macht mir wirklich Mut? Mut zu leben, Mut zu atmen, Mut den ersten Schritt zu gehen. Auf die Worte will ich hören, die mir helfen aufzustehen. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist, was gut ist. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Worte, die die Welt erschufen, helfen uns auch aufzustehen, weil sie uns ins Leben rufen, die wir trägen.
Bewusstsein stehen, führen uns zu neuem Handeln und erfüllen uns mit Kraft. Worte, die ein Herz verwandeln, atmen Gottes Leidenschaft. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist, was gut ist. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Jeder von euch kennt es sicherlich, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen. Sei es in der Familie, im Freundeskreis, in Schule und Studium, im Arbeitsumfeld. Manchmal liegt die Entscheidung auf der Hand und fällt uns leicht. Manchmal quälen wir uns damit über viele Tage und Nächte, manchmal sogar über Monate. Eine neue Partnerschaft, die Entscheidung, ein Kind in unsere Welt zu setzen, eine neue Arbeitsstelle, eine Weiterbildung oder ein Umzug in eine andere Stadt. Viele schwere Entscheidungen, die wir treffen müssen auf unserem Lebensweg. Wir horchen in uns hinein, wägen für und wider ab, sprechen mit Familie und Freunden über einige dieser Entscheidungen, versuchen uns ein dezidiertes Bild zu machen, eine Grundlage zu schaffen, auf der wir unsere Entscheidung treffen können. Manchmal entscheiden wir uns gegen den Umzug, den neuen Job. Manchmal entscheiden wir uns dafür. Erst im Nachhinein ist uns Menschen die Möglichkeit gegeben, rückwirkend zu erkennen, ob wir uns richtig entschieden haben. Es scheint also unmöglich, die Tragweite unserer Entscheidung genau zu überblicken. Oft entscheiden wir uns aus Angst gegen die Aussicht auf etwas Neues. Dabei können wir doch Friedrich Schiller oftmals zustimmen, wenn er schreibt: Allem Anfang liegt ein Zauber inne. In unserem Predigttext geht es heute auch um eine schwere Entscheidung, die Jeremia treffen muss. Gott will ihn zum Propheten machen. Anhand seiner Reaktion kann man nicht unbedingt behaupten, dass er sich darüber freut. Seine Berufung beginnt nicht unbedingt mit Begeisterung, eher mit einem Seufzen. Beim Lesen des Bibeltextes erweckt er in mir den Eindruck, Jeremia würde sich gegen seine Berufung wehren. Er zweifelt an seiner Eignung. Er versucht, Gegenargumente vorzubringen. Gott, versteh doch, ich bin einfach zu jung für deine Berufung. Mir fehlt es an Erfahrung. Ich bin einfach kein guter Redner. Wer von uns würde nicht seine Bedenken verstehen? Wenn wir uns etwas nicht gewachsen fühlen, wehren wir uns gerne mit Händen und Füßen dagegen. Ich erkenne mich in Jeremias Reaktion wieder. Auch ich habe schon öfter erlebt, dass andere Menschen mein Potenzial anders, vielleicht sogar besser einschätzen, als ich das tue. Aus Angst vor dem damit verbundenen Risiko versuche ich, Gegenargumente zu bringen und mich aus der Bredouille hinauszuwinden. Meine Angst steht mir im Weg. Ich fühle mich wohl in dem, was ich tue, kenne meine Aufgaben und kann mein Können gut einschätzen. Etwas Neues wirkt auf mich erst einmal beängstigend. Aber Gott gibt gegenüber Jeremia nicht nach. Das Argument der Jugend fegt er mit einem Satz vom Tisch und erklärt weiter, welche Aufträge auf ihn warten werden. Es muss für Jeremia wie ein Schlag sein, als er von seinen zukünftigen Aufgaben hört. Die Aussicht auf das Kommende birgt ein hohes Risiko. Für wen ich jetzt den Eindruck hinterlegt habe, Gott wäre nur unnachgiebig mit Jeremia, den kann ich beruhigen. In seiner Argumentation macht er einige Dinge deutlich, die Jeremia die Angst nehmen und ihn davon überzeugen, Gottes Willen zu folgen. Auch wir können daraus etwas mitnehmen. Ich kannte dich. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. So spricht nicht der Arzt. So spricht der, den wir den Schöpfer des Himmels und der Erde nennen. Es geht hier nicht um Diagnose, um nüchternes und darin auch unbarmherziges Feststellen, wer du bist und was in dir steckt an Möglichkeiten und Gefahren, sondern es geht um dein Wesen. Das fängt nicht erst mit deiner Geburt oder deiner Zeugung an, aller Genetik zum Trotz. Du kommst von woanders her. Du kommst aus dem Herzen Gottes, hast in ihm gewohnt,
noch bevor es dich gab, und wirst in ihm wohnen, auch wenn es dich dereinst nicht mehr gibt. Ich kannte dich und ich habe dich ausgesondert, erwählt. Wir dürfen das hören als vorauseilende Liebeserklärung Gottes, dass er sagt, ich habe etwas mit dir vor. Du bist nicht zufällig und ohne Ziel auf der Welt, sondern weil ich dich gewählt, erwählt habe, gerade dich. Und jetzt setzen wir am besten unseren Namen ein und spüren dem nach. Was mich, der ich mich doch selber manchmal klein und ungenügend finde, ausgerechnet mich liebt dieser unheimlich ferne und nahe Gott und kennt mich besser als ich mich selbst? Ich brauche dich. Das sagt Gott auch zu uns. Nicht jeden als Propheten, aber als Menschen, der einen Funken seines göttlichen Wesens in dieser Welt ausstrahlen soll und darf. Manchmal geschieht es ja, dass wir gepackt werden und spüren, hier bin ich gefragt, jetzt kommt es auf mich an. Gott hat für mich eine Aufgabe, die groß ist und heilig. Ich forme dich. Wundert es uns, dass Jeremia vor der Größe seiner Aufgabe erzittert? Ich tauge nicht, ist seine erschrockene Reaktion. Ich bin viel zu jung, man wird auf solch einen Jungspund nicht hören. Dass man davonlaufen möchte wie Jona, dass man ins Stottern kommen könnte wie Mose, dass man sich unerfahren und klein vorkommt wie Jeremia. Diese biblischen Gestalten stehen für unsere eigenen Ängste und Gefühle der Überforderung. Wie gut, dass Gott jetzt wieder das Wort ergreift und nicht nur sagt, ich kannte dich und ich brauche dich, sondern ein Versprechen hinzufügt. Ich forme dich. Ich mache dich bereit für deine Lebensaufgabe. Allerdings, Gott macht uns Menschen nicht in der Weise bereit fürs Leben, dass wir im Voraus wissen, so, jetzt kann ich es. So, jetzt bin ich für alle Eventualitäten gewappnet. Gott lässt uns verwundbare, anfechtbare Menschen bleiben. Dietrich Bonhoeffer hat das Geheimnis dieses Ich forme dich so umschrieben. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Wer das Risiko also eingeht, mit Gott zu leben, dem spricht er diese Worte in sein klopfendes Herz. Ich kannte dich, ich brauche dich, ich forme dich. So betreten wir, wie Jeremia, ein wunderbares Neuland und schauen, was Gott mit uns vorhat. Amen. Ich lade euch ein, Fürbitten mit mir zu halten. Uns hast du mit deinen Talenten beschenkt. Darum bitten wir für uns. Hilf uns, dass wir nicht ängstlich auf ihnen sitzen bleiben, sondern sie leben, in deiner Gemeinde und in deiner Welt. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Tröste die Menschen, die trauern, weil sie einen liebenden Menschen verloren haben, und sei bei den Menschen, die Angst haben vor der Zukunft oder um ihren Arbeitsplatz oder ihre Ehe. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Schenke den Kranken und den Leidenden, den Einsamen und den behinderten Menschen, die ihnen helfen, ihr Leben gut und mit Freude zu gestalten. So bitten wir zu dir, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das war heute die vorerst letzte Podcast-Folge von Impuls hören, euer Gottesdienst für zu Hause. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns so viel positives Feedback gegeben habt und hoffen sehr, dass ihr die Zeit mit uns genossen habt. Ab nächster Woche finden wieder Gottesdienste in unserer schönen Dorfkirche statt. Aufgrund des Hygienerahmenkonzeptes sind die Plätze begrenzt. Wenn ihr also vorhabt, uns zu besuchen, dann könnt ihr euch telefonisch in der Küsterei anmelden. So empfangen wir nun den Segen des Herrn, der uns trägt und beschützt, der uns hört und ergreift, der uns Mut und Zuversicht zeigt, der uns in unser klopfendes Herz schreibt: Ich kannte dich, ich brauche dich, ich forme dich. Heute mit einem Segensspruch aus dem Buch Josua. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen.